Hi meine Freunde und willkommen zurück zu einer weiteren oder einer neuen Folge Space Engineers. Ja, wie ihr richtig gelesen habt, ich mache jetzt sozusagen einen Neustart von der Staffel 4, denn der letzte Start hat nicht ganz so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe, denn das Problem lag an dem Server. Der Server, ihr habt es ja mitgekriegt, also zumindest die Leute, die drauf gespielt haben, der hat zum Schluss nur noch geleckt und alles. Dann wollte ich heute Slots aufstocken, weil dadurch wird mehr RAM-Speicher sozusagen freigegeben für die für den Server. Und ich habe gedacht, damit umgehe ich das vielleicht mit den ganzen Lags und sowas, dass der stabiler läuft, aber da kamen noch mehr Probleme und ja, unsere Basis stand dann plötzlich im Weltraum da, ohne Mond. Es war kein Mond mehr da. Und deswegen habe ich mich dann dazu entschlossen, die Staffel 4 wieder ganz normal im Singleplayer zu machen. Hier bei mir auf dem Rechner. Das ist für mich einfacher. Da habe ich mehr Gewalt darüber und alles. Und ja. Das funktioniert besser. Wie gesagt, es war ein Pilotprojekt. Es hat leider nicht funktioniert. Jedenfalls nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Und ich werde die paar Folgen, die ich da gemacht habe von dem Server aus, als Staffel 3,5 beschriften. Und das ist jetzt hier der offizielle Start der Staffel 4. Das ist die erste Folge. Und zwar Start auf dem Mond. Okay. Ja, der Start auf dem Mond. Und zwar, was habe ich vor? Was will ich? Auf alle Fälle erstmal aus den Fehlern von dem vorigen lernen, wo wir auf dem Mond gewesen sind. Gell? Definitiv. So. Und zwar schauen wir erstmal, was wir hier an Rohstoffen haben. Aber wie gesagt, auf alle Fälle erstmal lernen. Und den Fehlern der letzten Staffel. Also der angefangenen letzten Staffel. Und zwar werde ich definitiv nicht wieder eine offene Basis bauen. Zumindest es vorher nicht. Ich meine, wir haben einen kleinen Mod wieder dabei. Ich will mal da hinten hinfliegen. Ich will mal da hinten hin. Ja. Und zwar soll es nämlich eine Basis erstmal im Mond selber werden. Landeplattform und sowas wird dann alles später auch noch gebaut. Aber erst, wenn wir unsere Verteidigung und alles haben. Gell? So, also. Ja, ich würde sagen, hier, ja, das sieht ganz gut aus hier. So. So, da will ich mal ein Stückchen vor noch. Alles klar. Und Energie erstmal aus. So, Energie ist erstmal aus, gell? Jetzt will ich nämlich erstmal sehen, Triebwerk. Thruster. So. Wärmer zu einer Gruppe. Okay. So, und dann kann man die nämlich schön ausschalten. Aus. Okay. Dann kann man nämlich in Energie wieder einschalten. Natürlich müsste ich das Gyroskop auch noch ausmachen, gell? So dass ich das Schiff nicht mehr bewegen kann. Und das reicht erstmal so. Gell? So, jetzt muss ich erstmal gucken. Hat alles überstanden? Sieht gut aus. Sieht sehr gut aus. So, auf alle Fälle will ich jetzt erstmal schauen. Ich gehe mal von aus, ich hoffe es ganz einfach mal, dass hier Uran ist. Also hier haben wir auf alle Fälle schon mal Eisen.
Ja, da ist Uran. Das ist erstmal mit das Wichtigste, was wir holen müssen. Ich brauche erstmal Licht hier. So. Okay. Also wie gesagt, Uran ist das erstmal das Wichtigste und dann Eisen. Und. Oh, hier ist sogar noch Gold. Cool. Ja, wo war ich stehen geblieben? Und zwar wichtig, ich muss jetzt auf alle Fälle erstmal eine Krankenstation bauen, gell? Das muss ich so schnell wie möglich schaffen. So. Na, hier ist es doch schon. Erstmal schön hier alles einsammeln. Das Problem ist halt eben wieder, ich habe jetzt hier wieder voll mein kleines Inventar, gell? Das ist natürlich ganz schlecht. So. Aber das ist nicht so schlimm. Aber wir haben hier wieder ohne Ende Uran, gell? Also ich weiß nicht, ob da das Spiel das irgendwie unterscheidet, ob wir auf dem Server spielen oder nicht. Jedenfalls ist hier irgendwie riesengroß das Uranvorkommen. Ne? Muss raus. Muss nämlich aufpassen. Wegen meinem Hydrogen. Na gut, ich habe jetzt noch ein bisschen was. Aber wie gesagt, wenn ich runterfalle, ist es zu spät. Und ihr seht ja, was ich hier für einen Weg noch vor mir habe. Hier hoch. So. Muss ich erstmal gucken, dass ich irgendwie an den Container komme. Der Container war, glaube ich, hier, gell? Genau, hier ist er. So. So, jetzt kommt Meteoritensturm wieder. So, jetzt müssen wir erstmal sehen. Jetzt muss ich erstmal gucken, was brauche ich denn überhaupt alles? Die Rohstoffe für eine Krankenstation. Ja, übrigens habe ich hier auch meine Mods wieder mit reingenommen. Ja, also ich denke mal schon, die brauchen wir. Die brauchen wir, definitiv. Krankenstation, First Aid Station. Wieso ist denn zweimal? Okay, das ist jetzt vom Material her egal. Also wir brauchen auf alle Fälle Eisen, Nickel, Kobalt, Silizium und Silber. Okay, Nickel habe ich hier vorne gesehen. Das werden wir gleich mal holen. Erstmal auffüllen hier, gell? So, wupp. Nickel war ja hier bei unserer Ostenlandeposition und zwar hier, da hinten hier, da. Hier, genau hier. So. Hier muss man jetzt ein bisschen Nickel holen. Und wie gesagt, wir müssen dann so schnell wie möglich eine Krankenstation bauen. Und noch wichtiger ist dann natürlich eine kleine Base. Und auf alle Fälle erstmal ein Bohrschiff. Das muss so schnell wie möglich vonstatten gehen. Seht ihr, hier sind die Vorkommen irgendwie wieder riesengroß. Hä? Ist das was mit dem Server zu tun? Oder hier baue ich fast gar keinen Stein ab? Ja, ein bisschen. Aber nicht viel. Ach ja, hier. So, lass mich mal wieder raus hier. Sehr gut. So, ja, also wie gesagt, hier baue ich ohne Ende ab, gell? Und auf dem Server, ihr könnt es ja noch vergleichen, ihr braucht euch nur die alten Folgen anzugucken, wo wir da gestartet sind.
Da waren ganz, ganz kleine Vorkommen nur. Die waren ganz minimal nur. Da war nicht viel drinne. So, jetzt wäre natürlich ideal, wenn ich mein Inventar hier auch noch anpassen könnte, ja, so wie beim Server. Kann ich, glaube ich, auch. Ich muss dazu wahrscheinlich in die Konfigurationsdatei und muss das wahrscheinlich händisch umstellen. Vermute ich jetzt einfach mal, ich weiß es nicht. Wir werden den Stein aber mitnehmen. Denn wir müssen ja auch einen Reaktor bauen und so brauchen wir auch Stein. So, jetzt haben wir schon mal Nickel, gell? Nickel haben wir jetzt schon mal. Als nächstes muss ich mal sehen. Hier drüben war ja auch gleich Iron gewesen. Müssen wir gleich noch ein bisschen Eisen holen. So, so, gell? Das war Nickel. Okay. Als nächstes Eisen. Okay, das war ja hier auch gleich um die Ecke. Aber vorher erstmal wieder auffüllen hier. Wie viel Eis habe ich denn überhaupt dabei? Okay, das reicht auf alle Fälle. Ich müsste auf alle Fälle sehen, dass ich mir noch ein paar Flaschen baue. So, jetzt muss ich mal gucken. Hier war auf alle Fälle irgendwo Eisen gewesen, das weiß ich. Mal gucken, wo ist es? Hier ist es. So. Also wie gesagt, ich brauche unbedingt ein Bohrschiff. Okay, hier ist schon Eisen. Okay, also die Eisenquelle hier, die ist wieder nicht so groß, wie es aussieht. Hä? Okay, ich muss erstmal den Stein wieder loswerden. Denn viel wichtiger ist es Eisen. Erst einmal. Eisen haben wir jetzt auch erstmal. So, das Schiffchen steht da drüben, gell? Genau. So, als nächstes brauche ich dann. Okay. Irgendwas explodiert. Zumindest hat sich das so bei mir angehört. So, Eisen, Nickel haben wir jetzt, brauchen wir Kobalt, Silizium und Silber. Vorher wieder auffüllen, dass wir nicht irgendwo stecken bleiben. Denn das Problem ist, wenn wir kein Nitrogen mehr haben, dann fliegen wir auch aus keinem Loch mehr raus, gell? Dann bleiben wir da drinnen. So, jetzt erstmal schauen, was das hier hinten ist. Das sieht ja eigentlich fast so ähnlich aus, die Gegend hier, wo wir auf dem Server irgendwie. Hä? Kann das sein? Also hier ist Iron. Aber Iron wollte ich jetzt erstmal nicht. Hier ist Nickel. Nickel hatten wir auch schon. Das würde ja rein theoretisch bedeuten. Nee, nee. Seht ihr, das ist. Das sieht nur so ähnlich aus. Ist es aber nicht, oder? Weil sonst würde das ja bedeuten, dass hier. Doch, das sieht genauso aus. Wird ja bedeuten, dass hier Gold ist. Würde ja wirklich bedeuten, dass hier Gold ist. Doch, hier ist Gold. Tatsache. Ja, das ist genau dieselbe Stelle, wo wir auf dem Server runter sind. Das heißt, hier unten drinne. Wird es dann rein theoretisch Silber geben. So. Hier noch keins.
Okay. Vielleicht noch ein Stückchen tiefer. Sieht natürlich ganz schwach aus, hä? Weil so tief sollte es eigentlich nicht sein. Geh mal hier rein. Weil das da Silber war, das weiß ich. Wenn das identisch ist mit der Einstellung vom Server, also was heißt mit der Einstellung, mit der Map-Generierung sozusagen. Okay. Also hier ist auf alle Fälle das Gold. Ah, Silber. Da, doch, ist. Wusste es. Hauptsache, ich treffe jetzt nicht auf das Gold. Also Gold brauchen wir natürlich auch noch, aber halt aus nach der Krankenstation. Wie gesagt, aus nach der Krankenstation. So, das sieht gut aus. Sieht sehr gut aus. Im Übrigen, ich wurde ja auch mal unter in den Kommentar gefragt, wie man Werkzeuge verbessert. Also Werkzeuge an sich kann man eigentlich nicht verbessern, sondern man kann nur verbesserte Werkzeuge bauen. Das heißt, ihr habt sozusagen, Moment, wo ist es hier? Charakterwerkzeuge, gell? Ihr habt halt normalen Schweißer, Stufe 1, Stufe 2, Stufe 3. Also das ist eigentlich Stufe 1 Schweißgerät, der Standard, was wir immer haben. Dann haben wir Stufe 2, 3 und 4, gell? Die könnt ihr dann bauen, aber die sind halt nicht, also die sind nur vom Prinzip her verbessert, aber die kann man nicht verbessern. So. Und die könnt ihr ganz einfach bauen, indem ihr sie in eurer Montageanlage baut. So. Zeige ich euch gleich noch. Wir müssen sowieso zurück. Wir haben uns mal Silber eingesammelt. So, jetzt muss ich mal gucken, wo es hier rausgeht. Hier geht's raus. Mal gucken, dass ich hier nichts vergessen habe. Nein, alles klar. Dann kann es erstmal da rausgehen. Silber haben wir jetzt auch. Also, das ist genau der Punkt, wo wir auf dem Server auch gestrandet sind, sage ich jetzt mal. Da haben wir da drüben irgendwo eine Base gebaut. Wie gesagt, diesmal gibt es Veränderungen. Diesmal gibt es keine Base. Jedenfalls nicht so wie beim letzten Mal. Sondern da gibt es jetzt erstmal was Unterirdisches. Das heißt, ich baue mir hier so einen Eingang rein. Und dann bauen wir dort eine schöne kleine Base rein. Da sind wir erstmal ein bisschen geschützt vor den Asteroiden. Oh. Ein Silber, gell? Produktion, was brauchen wir jetzt noch? Kobalt und Silizium brauchen wir jetzt noch, gell? Moment, erstmal auffüllen. Ja, also wenn ich mich noch richtig entsinne, müsste Silizium da hinten irgendwo gewesen sein. Und Kobalt müsste eigentlich mit hier gewesen sein, irgendwie. Ich glaube, da. Gleich mal gucken, aufgefüllt ist. Also Kobalt müsste mit hier gewesen sein. Soweit ich mich noch mit entsinnen kann, gell? Wie gesagt, kann natürlich auch anders generiert sein. Ich weiß es nicht. Da ist Kobalt. Genau, ich wusste es doch noch. Hier war Kobalt. So. Dann nehmen wir uns gleich mal das Kobalt hier noch. Dann brauchen wir nur noch Silizium. Dann haben wir schon mal alles, um unsere Krankenstation zu bauen. So, sehr schön. Das schöne blaue Kobalt. So, dann kriegen wir vielleicht unsere Krankenstation diese Folge sogar noch fertig. Mich ein bisschen dran halte.
Ja. Also jetzt muss ich erstmal. Was war mit den Steinen raus hier? Gell? Ich habe wieder Tonnen an Steinen eingesammelt. Oh. Okay, zu viel gesammelt. Zu viel abgebaut. Ich muss das schnell wegschaffen. Dann nochmal kurz hierher und einen Rest holen. Und dann holen wir noch schnell Silizium und dann schaffen wir das in dieser Folge, denke ich mal, noch Dings zu bauen, die Krankenstation. So, denn ihr wisst ja, Krankenstation ist immer eines der wichtigsten Utensilien, egal wo er spielt. So, dann gleich jetzt noch einen Rest holen. Denn eine Krankenstation ist immer euer wiederkehrender Punkt von eurer Base. Da spawnt ihr immer drinne. Außer ihr habt natürlich eine Kryokammer, das habt ihr ja auch gesehen. Eine Kryokammer ist natürlich auch sehr ideal. Da könnt ihr nämlich auf dem Server euer Zeug im Inventar lassen. So, aber ich nehme nur das Kobalt mit. Ich sammle jetzt nur die Steine ein, um halt wirklich alles zu sehen. So. Steine habe ich wieder raus. Brauchen wir erstmal nicht so viele. Wie gesagt, falls wir dann den Reaktor bauen und brauchen wirklich viel Kies, können wir die Steine noch holen. Aber jetzt ist erstmal vorrangig, die Erze zu sammeln. So. Jetzt brauchen wir noch Silizium, gell? Bin immer zu schnell unterwegs. Irgendwann sterbe ich noch, ohne dass ich eine Dings habe. So, gell? Okay, gut. Jetzt, wartet mal, ist das überhaupt verbunden hier? Ich hoff's. Hoff's. Also normal schon, weil wie gesagt, es holt sich hier außen Dings raus, hier außen. Teil hier, gell? So, wo ist denn die? Ach, momentan wird noch Uran hergestellt. Na, das schieben wir mal hinten dran, gell? So, jetzt brauche ich noch erstmal eine Aufladung. Und dann brauchen wir noch Silizium, gell? Das holen wir gleich. So, und dazu war, mussten wir hier Rinder. Das war, glaube ich, hier hinten gewesen. Ich bin mir jetzt nicht mehr hundertprozentig sicher. Ich habe bis jetzt auch noch keine GPS-Koordinaten gesetzt. Mal dahin. Immer dahin. Ich gucke erstmal zu dem hier. Ich weiß, dass es da hinten irgendwo gewesen ist, aber vielleicht haben wir es ja gleich hier direkt hier nebenan. Dass wir hier nicht so weit müssen. So. Nee, hier ist auch nur Nickel und Kobalt. Und Iron, okay. Da hätten wir den Punkt auch schon mal. Jetzt mal hier Rinder zu dem. Ich glaube sogar hier bei dem war das. Kann das sein? Ich kann mich nicht mehr so genau entsinnen. Silikon, da ist es. Ja, genau. Und hier ist auch Magnesium. Genau. So. Muss mal gucken, dass ich hier nicht auf das Magnesium treffe. Weil ihr könnt euch ja noch entsinnen, beim Server bin ich ja auch auf das Magnesium getroffen. Und hier, nee, hier ist es. Aber hier ist teilweise immer noch das Magnesium mit dabei. Seht ihr das? So, dann sieht es doch schon mal relativ gut aus. Jetzt haben wir alle Komponenten. Ein bisschen Magnesium auch gleich mit einsammeln. So, Inventory voll. Den Stein, der fliegt raus. Das noch. Ja, dann haben wir das erst einmal. Sehr schön. So. Ja, jetzt kam wieder gerade ein ungebetenes Geräusch dazwischen, aber das passt schon. Ich habe nämlich wieder vergessen, Steam auszumachen. Früher hatte ich Steam immer lautlos gestellt. Das werde ich auch wieder machen. Aber ihr wisst ja, ich habe voriges Wochenende meinen Rechner neu gemacht. Oder vor 2 Wochen. Ich weiß jetzt nicht mehr genau. Wenn ihr die Folge seht. So. Aber jedenfalls haben wir jetzt das und das. Gell? So.
Das heißt, Magnesium, gut, Magnesium ist jetzt nicht so schlimm, aber das muss getauscht werden, gell? Unbedingt. Stein muss auch erstmal raus. Das ist erstmal nicht so wichtig. Ja. Jetzt machen wir erstmal ein bisschen Eisen. So, da können wir nämlich hier die Sachen erstmal herstellen. Jetzt brauchen wir noch ein bisschen Silber. Muss man alles ein bisschen hier. Das Problem ist halt, wie gesagt, ich habe keine weiteren Raffinerien. So muss ich das alles hier so. Jetzt brauchen wir noch ein bisschen Kobalt. Ja, ein bisschen Kobalt. So, jetzt kommt noch ein bisschen Silikon. Und dann müssen wir das alles mal so ein bisschen drei nach durchwursteln. So, jetzt haben wir gleich die Dings fertig. Die interne Panzerung. Ja. So, die können wir schon mal rausnehmen. Wir können hier oben schon mal das Ding hersetzen. Krankenstation, hier haben wir sie. So, setzen wir gleich mal hier hin. Oh. So, da kann man schon mal anfangen hier, ja. So, das dauert jetzt mit dem Schweißgerät natürlich ein bisschen, gell? Oder auch nicht. Doch, ja. Braucht ein bisschen. Ist nicht das Schnellste. So, jetzt haben wir das fertig. Jetzt kommt das hier. Halt so. Wie gesagt, Krankenstation. Kann ich jedem immer nur ans Herz legen. Ist das Wichtigste, was ihr braucht. Denn das ist euer Wiedereinstiegspunkt. Ohne diesen Wiedereinstiegspunkt habt ihr wirklich ein Problem. Habt ihr wirklich ein Problem. So. Ja, das ist fast fertig. Ich glaube, wir machen das noch so, so, so. So. Denn die Dinger, die brauchen auch ziemlich lange. Okay, Eisen muss man wieder Eisen Vordermann. Ja, Eisen muss wieder vorne hin. So. So, dafür brauchen wir Nickel und Silber. Nickelbarren sind jetzt nicht genug da, das heißt, ich muss Nickel wieder vorschieben. Und definitiv Silber. So, jetzt nehmen wir uns erstmal die restlichen Sachen raus, was jetzt schon fertig ist hier. Verbauen die schon immer. Ja, wie gesagt, braucht halt alles ein bisschen. Gell? Das ist halt wirklich. Ja, das ist halt wirklich sehr, sehr aufwendig. So. Okay, hier wird jetzt wie gesagt das Nickel produziert. Okay. Das dauert halt wie gesagt wirklich eine ganze Ecke. Muss ich dann sehen, dass ich noch den Silbernen hergeschoben kriege. Ja, das ist halt ja halt viel, viel interessanter, wenn wir jetzt schon zwei Raffinerien hätten und vor allen Dingen auch noch die Produktivitätsmodule. Da hätten wir jetzt richtig schön herstellen können. Das Uran hat natürlich ganz schön aufgehalten. Das hätte ich gleich im Vorfeld rausnehmen müssen und hier reintun. So, wie gesagt, ich baue dann aber hier weiter. Und zwar kommt dann hier ein Eingang rein, gell? Oder findet man noch einen besseren Punkt? Naja, ich gucke mal, bevor ich jetzt dann hier anfange, wo der Eingang reinkommt. Und dann zeige ich euch auch ungefähr, wie ich mir das vorgestellt habe. Und dann gucken wir mal, so dass wir auch mit dem Schiff reinfliegen können. Wie gesagt, dringend ist dann Bohrschiff. Ich muss mal gucken, dass ich das nochmal umgetauscht kriege. So. Machen wir mal so, dass ich die restlichen Komponenten hier gebaut kriege. Kobalt. Kobalt. So, dass ich jetzt hier die restlichen Sachen gebaut kriege.
Gut, das braucht es im Moment. Dann machen wir das erstmal so. Nehmen jetzt erstmal hier das Zeug raus. Und ja. So, jetzt brauchen wir halt noch die medizinischen Komponenten und das Metallgerüst. Metallgerüst ist halt wirklich das Problem, dass das wirklich Unmengen an Kobalt braucht, gell? So. Silber ist jetzt für das Projekt nicht so. Nee, wie gesagt, Kobalt ist jetzt halt hier wichtig. Dann machen wir das jetzt anders und zwar wieder Silber vor. Silber erstmal, gell? Brauche ich dafür und Silber, genau. Silber und Nickel. Nickel braucht halt ewig, gell? Nickel braucht halt ewig. So, das kriegen wir aber auch hin. Ich will jetzt mal schauen. So. Ah, eins konnten wir jetzt schon mal bauen. Okay, das ist halt, wie gesagt, weil das Silber gefehlt hat, gell? So, dann nehmen wir das schon mit rein. Das schon mit rein. Und dann kann man schon mal noch zwei, drei Komponenten mit verbauen. Ja, wie gesagt, das sind halt eben wirklich oh. Das sind halt eben wirklich die Startschwierigkeiten, die wir haben am Anfang, gell? Ich würde sagen, wir sind zwar jetzt nicht so weit gekommen, dass wir die Krankenstation fertig haben, aber ich will es euch auch nicht so weit auf die Folter spannen, sondern ich würde sagen, wir machen in der nächsten Folge weiter. Ich lasse das jetzt einfach mal durchproduzieren, alles an Rohstoffen. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Und ja, dann bauen wir die Krankenstation fertig und dann fangen wir auch gleich an, eine Base zu bauen. Gell, da geht es hier in den Berg rein. Ich gucke mir dann noch einen schönen Punkt aus, wo wir starten. Und dann schauen wir mal, gell? So. Alles klar, Leute. Gut. Ich danke euch erstmal fürs Zuschauen. Und ja, wenn es gefallen hat und ihr neu hier seid, würde ich mich natürlich über ein Abo freuen. Alles klar. Dann bis zur nächsten Folge und habt einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss.